Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute Tumpel Storm und sein Bruder oder seine Schwester, der Tumpel Storm AA. Ja, was gibt es zum Tumpel zu sagen? Er ist ein weiterer Panzer, der, ihr seht es schon, mit seinen Ketten noch nicht so ganz weiß, was er machen soll. Das ist eine Hydraulik, diese Hydraulik funktioniert aber nicht. Das kann ich direkt schon sagen, das Ding ist stockesteif, also ist jetzt nicht so, dass hier irgendwo drüber geht und dann sieht es so aus, als würde sich hier irgendwie was verbiegen oder sowas. Nee, das Ding ist stockesteif und ja, es wäre cooler gewesen, wenn dieser Teil sich quasi mitbewegen würde und man dann wirklich über Dünen brettern könnte. So ist es eigentlich ein Nova-Tank in ein bisschen kleiner. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns die ganze Kiste jetzt erst einmal von außen an. Von außen hat das Ding einfach was, ja. Also das ist wirklich eine absolute Schönheit. Ich habe den jetzt in dem normalen Tan-Skin, also Factory Standard Storm, wie heißt der Skin? Ich glaube, es ist irgendein Tan-Skin, der, ja, ist der Standard-Skin. Da sieht er schon gut aus. Es gibt den noch in ganz vielen verschiedenen anderen Variationen, aber ich finde ihn so schon ziemlich klasse. Natürlich, und das ist genauso das Gleiche beim Nova, man sollte diesen Panzer immer zu dem umfärben und painten, dessen Einsatzgebiet es gerade ist. Also bist du auf einem Wüstenplaneten, den hier. Bist du gerade in einem Fight in der Nacht, dann sollte man diesen Dark Skin nutzen. Und so weiter und so fort. Bei Panzern macht das einfach Sinn. Ja, die sind dann schwieriger zu sehen. Vor allem für Infanterieleute sind die schwieriger zu sehen und da macht das einfach Sinn. So. Von außen, wie gesagt, eine absolute Schönheit. Von innen gucken wir uns gleich erstmal alles an, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal an alle Knöpfchen, die wir haben, denn es gibt ein paar. Von außen hat er einige Knöpfchen. Dieses Hoch und Runter, wie gesagt, das liegt einfach daran, dass der irgendwie hier aufsitzt und doch keine Lust dazu hat. Wir haben im Schiff einen Size 0 Radar, einen Size 0 Shield, einen Size 0 Powerplant und einen Size 0 Kühler. Also alles in quasi handlichen kleinen Boxen, so wie man es eben ja von allen Fahrzeugen eigentlich kennt. Alles im Anführungszeichen im Size 0 Bereich. Das ist relativ klein, ist relativ unspektakulär, aber das ist schon ziemlich cool. Hier müsste der Computer drin sein, der das ganze Ding dann irgendwie steuert, damit man an den Remote-Turret drankommt und so weiter und so fort. Wie gesagt, lasst euch nicht von dem Rumgezuppel, was das Fahrzeug hier macht, verwirren. Ja, die Ketten unglaublich cool, also die sehen richtig, richtig gut aus. Ich hoffe, die kann man später irgendwie kaputt schießen. Ja, das wäre irgendwie ziemlich cool, wenn man die kaputt schießen könnte. So, dann haben wir hier hinten, zack, noch mehr Komponenten. Ich finde es wahnsinnig gut, dass die Komponenten dann hinten gelagert werden. Also das hier sind die drei, die ich gerade gesagt habe. Vorne war noch Live-Support und Radar. Und das hier sind die wichtigen Komponenten. Und das ist gut, dass die hinten sind, denn das Ding steht in der Regel immer vorwärts zum Gegner. Ja, du bist sehr, sehr wendig hier mit dem Fahrzeug. Dementsprechend stehst du in der Regel vorwärts zum Gegner. So, dann haben wir hier noch mehr. Zack. Da ist die Batterie. Oder der Powerplant wird das wahrscheinlich sein. Könnte Batterie sein, könnte Powerplant sein, je nachdem, was CIG sich da dann gedacht hat. Und dann gehen wir noch zum nächsten Teil. Das ist hier. Da haben wir einmal den Fuel, also dass man das Ding auch betanken kann. Und hier haben wir dann nochmal ein Waffenrack. Das Waffenrack soll wohl, ja, eine Langwaffe halten können, aber keine Sniper. Und für die Sniper haben wir dann nochmal ein gesondertes Waffenrack. Und das habe ich noch nicht so ganz verstanden, bin ich ganz ehrlich. Hier vorne beim Eingang, wenn ich jetzt Deploy Weapon Rack mache, zack, fährt hier so ein einziger Arm raus. Und da soll irgendwie anscheinend die Sniper dranhängen. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie und wo die dann dranhängen soll. Aber hier soll wohl irgendwie, ja, die Sniper sein. So, dann haben wir hier noch den External Storage. Wie so oft 650k, also 0,65 SCU, was vollkommen ausreichend ist. Und ja, wie gesagt, das sind die Komponenten, das ist alles, was wir so von außen haben. Ich finde, es ist eine absolute, absolute Schönheit. Echt ein absolut schönes Fahrzeug. Ja, waffentechnisch, ihr seht es schon, da oben haben wir einen Size 3 Turret dran. Das ist so ein Dual Turret. Ich würde jetzt sagen, es ist zwar nur ein Size 3, aber irgendwie sind es dann entweder doch zwei Size 3 oder ein Size 3,5. Also das hat man ja ganz oft bei so Waffen, die nur für dieses Fahrzeug hergestellt sind, hat man das ganz, ganz oft. Und das sieht schon klasse aus. Hier hinten dann die Countermeasures,
die wir zünden können. Ja, vorne ebenso. Dann noch die Flares. Hier ist alles Mögliche schon verbaut. Und das sieht schon sehr, sehr stark aus. Und dann wollen wir ihn nochmal betreten. Und gehen ins Interieur. Und das ist schon so ein bisschen eine Nummer für sich. Man wird hier reingefahren. Sehr klaustrophobisch alles. Ja, ist halt ein Panzer, ne? Aber sobald wir ihn anmachen, ist das alles vergessen. Denn... Super cool. Also, ab jetzt einfach wieder nur cool. Wir haben ganz viele Knöpfchen, die wir jetzt auch schon benutzen können. Open Exterior, Unlock. Dann haben wir Deploy Weapon Racks, Open Pilot Canopy, Retract Turret. Das machen wir als allererstes mal. Den fahren wir mal ein. Ihr seht, der ist... Entweder ist er fest oder... Er ist halt nicht fest. Das ist sein Retract, also er fährt sich nicht ein, sondern er ist halt entweder fest verbaut oder er ist eben nicht fest verbaut. So, dann haben wir den Enter Remote Turret. Wir haben hier auf der Seite Power und oh, das war's eigentlich. Ich würde sagen, wir machen mal unsere erste Fahrt mit ihm. Und ihr seht schon, der hat ein bisschen Power, aber wie ich gesagt habe, also Es ist halt immer noch ein Fahrzeug. Und Fahrzeuge kann CIG einfach nicht. Ja? Fahrzeuge kann CIG einfach absolut nicht. Und das ist das Problem. Wir sind jetzt hier gerade wieder auf einem sehr, sehr dunklen Planeten. Aber ihr seht definitiv, was er kann und was er nicht kann. Ja, er fährt sich relativ gut. Und jetzt fahre ich einfach mal auf so einen Stein hier zu. Ja. Steine oder wie jetzt hier ein alter Baumstumpf sind halt sehr, sehr gefährlich für Fahrzeuge. Dann seht ihr das. Also egal, wo man drüber brettert, er bewegt sich halt nicht. Ich dachte wirklich, er wäre so hydraulisch und würde dann quasi wirklich über den Boden gehen. Und das wäre richtig geil, aber irgendwie, ja, es ist halt leider einfach nur eine Nova in ein bisschen kleiner und mehr... Ist es leider nicht. Also muss ich ganz ehrlich zu euch sein, mehr als Nova in klein ist die Kiste nicht. Wir haben ganz andere Maße. Wir sind sehr, sehr viel kleiner, aber hier über das hier jetzt zum Beispiel fahren wir einfach mal drüber. Ihr seht es. Ich dachte, hier wären wir jetzt hydraulisch, aber nein, wir sind nicht hydraulisch. Wir fahren einfach nur drüber. Ja, die Ketten, die sind hydraulisch, aber der Rest ist stockesteif. Es macht ihn ein bisschen schneller. Es macht ihn ein bisschen wendiger. Aber all in all, ihr seht dieses Hin- und Her-Wackeln. Da muss CIG einfach ran. Er fährt sich nicht gut. Ein Cyclone fährt sich sehr, 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 sehr viel besser als diese Fahrzeuge. Es sieht geil aus mit den Ketten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Auch wenn er hier das Licht quasi anhat. Sehr, 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 sehr schönes Fahrzeug. Dennoch, ja, es... Ist halt leider wieder nur ein Panzer, der sehr, sehr steif ist und leider auch an jedem Steinchen hängen bleibt. Das werdet ihr sehen, sobald ich in den Teil mit dem Kampf gehe. Und im Tank Royale Modus sind mir unterschiedlichste Dinge aufgefallen. Zum einen ist mir aufgefallen, ja, du fährst halt gegen jeden Stein, du knallst dagegen, die Steine gehen nicht kaputt, was ich eben schon beschrieben habe. Zusätzlich... Lässt es sich aber wirklich auch schwer drumherum navigieren, wenn du ja in der Außenansicht bist. Wenn du aber auch in der Innenansicht bist, ist es schwierig generell auch irgendwelche Steine zu sehen, weil der halt sehr flach aufliegt und das Fenster eher nach vorne guckt und nicht nach unten. Und dementsprechend ist es schwierig, wirklich Targets oder Marker, die direkt vor dir sind, zu sehen und die dann zu umfahren. Nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, einmal die Standardtaste Q zu drücken, um den Gyro-Modus auszustellen. Das bedeutet, dass der Turm sich extrem schnell einfach bewegt, weil so kann man ihn fast gar nicht steuern. Ich bin direkt, ja, wie gesagt, in diesen Modus gegangen, konnte dadurch den Panzer bzw. die Kanone deutlich, deutlich besser steuern. In der Außenansicht könnt ihr die Kanone gar nicht steuern, weil ihr nicht wirklich seht, wo ihr hinschießt. Aber sobald ihr im Remote-Turret seid,
geht das schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und das ist dann auch relativ effektiv. Apropos effektiv, ich habe sofort F5 gedrückt, um alle Energie in die Waffe zu machen. Das bedeutet, ich habe einfach um die 20 Schuss mehr. Und ja, wenn ich 20 Schuss mehr habe, kann ich 20 Mal schneller schießen und meine Munition lädt sich schneller auf. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wir haben 1-0 Schild. Es ist relativ egal, was auf uns schießt, wenn es nicht eine Infanterie ist, dann sind wir halt tot. Und das ist auch das Stichwort. Also wenn ein Tonk, der Nova Tank, auf uns schießt, dann muss der uns um die 2-mal treffen und wir sind am Explodieren. Gegen einen anderen Storm dauert das ein bisschen länger, aber auch jetzt nicht wirklich so lange, dass man dann sagen kann, oh okay, jetzt hat sich hier ja einiges getan. Also all in all muss ich wirklich sagen, der Kampf mit dem Storm ist okay-ish, ja, weil du nicht wirklich schnell beim Target bist. Du bist nicht wirklich sehr, sehr viel schneller als der Nova-Tank es ist und dementsprechend ist der Counterpart, den der ja eigentlich sein sollte, der Storm sollte schnell nach vorne brechen und dem Nova quasi, ja, den Gar ausmachen und das ist nicht wirklich der Fall. Wenn der Nova dich gesehen hat, bist du relativ sicher tot. Wenn du ihn umfahren kannst, dann kannst du ihn auf jeden Fall aber auch rund machen. Dennoch würde ich den Nova bevorzugen. Ganz, 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 ganz klare Nummer. Der Storm passt in mehr Schiffe rein, ja. Aber dennoch würde ich den Nova immer bevorzugen. Der Nova macht einen Schuss hier drauf und die Kiste ist Matsch. Ja, muss man halt wirklich sagen. Wenn er getroffen wird, ist er gut Matsch. Oder sagen wir mal 2 Schüsse, ja. Und dann ist er Matsch. Aber so schnell hast du den Tank, den Nova, nicht zerstört. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte, was das Fahren angeht hier in dem Spiel, weil die Fahrphysik halt einfach noch nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Riesennachteil ist natürlich auch, dass ihr nur im Remote-Turret seid und im Remote-Turret hat man derzeit noch keinen HUD, also noch keinen, ihr seht noch nicht das Target-Status, ihr seht nicht den Self-Status. Das habt ihr hier einfach noch nicht und dementsprechend ist das auch nicht das Beste. Aber das sind alles Sachen, die werden nach und nach wahrscheinlich kommen. Und dann muss man halt nur noch sagen, ja, es ist stockesteif, die Kiste. Es hätte geiler sein können, wenn wie gesagt, hier so eine Hydraulik auch noch in der Mitte gewesen wäre, was ich mir echt vorgestellt habe. Trotzdem all in all eine sehr, sehr schöne Kiste. Und ebenso sein Bruder, seine Schwester, die AA-Variante. Denn, ja, da haben wir einfach das gleiche Fahrzeug, nur statt dem Turm hier oben drauf haben wir halt einfach sehr, sehr, sehr viele Raketen. Und zwar haben wir 64 Size 1 Raketen und 16 Size 2 Raketen. Das ist der absolute, absolute, absolute Wahnsinn. Und auch hier fahre ich einmal ins Licht und zeige euch was. Und zwar ist es hier so, dass wir auch retracten können und deployen können. Und wenn wir jetzt mal auf diese Klappen hier achten. Die gehen auf und hinten geht es auch auf. Daran wurde natürlich auch gedacht. Ja, wir haben absolute, absolute Menge an Raketen. Ich finde diese Variante hier, ja, ist sinnig, aber irgendwie auch noch nicht so sinnig, weil wenn ich hier in den Remote-Turret gehe, ja, ich kann nach oben und nach unten, aber ich kann nicht nach links und nach rechts. Ja, das bedeutet, ich kann wirklich nur in diesen Winkeln hier schießen und muss immer zum Target quasi ausgerichtet sein, wenn ich das Spiel normal spielen würde. Ihr seht es, ich kann nicht links, rechts lenken. Das funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Ich kann nur hoch und runter. Mit einem Tobii Eye Tracker kann ich aber auch hier hinten in die Ecke schießen. Also da kann ich nicht nur hoch und runter, da könnte ich jetzt auch da hinten hinschießen oder da hinschießen. Ein Tobii Eye Tracker macht hier einfach den riesengroßen Vorteil, dass man eben nur auf das Target gucken muss, um es quasi anzugreifen. Aber ansonsten muss man halt quasi das Fahrzeug immer mitlenken, ja, und dann hoch und runter und ja, dann muss man es eben im Target behalten und das ist relativ schwer. Wie gesagt, mit dem Eye Tracker, ja, wenn der jetzt über euch fliegt, selbst dann kriegt ihr den. Aber so ist es relativ kompliziert. Dennoch gefällt mir diese Variante deutlich besser als die nur Laser-Variante. Und hier diese Variante werde ich wahrscheinlich auch in meinen Stall hinzufügen, weil ich das hier einfach als Anti-Air sehe für meine Bases, die ich dann später aufbauen werde. Und ja, mir macht die Kiste ordentlich Fun, wie gesagt. Ich finde sie wunderschön. Wenn ihr das genauso seht,
dann sagt mir doch da einfach mal Bescheid. Schreibt mir Kommentare, wie findet ihr den Storm, den Tumpwill Storm? Welche Variante gefällt euch besser? Haut's in die Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken.